Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Gut, das wird nichts. Nee. Jetzt nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play It's Easy World. Wir haben es ins zweite Level geschafft nach zweieinhalb Stunden und es wirkt spontan leichter. Wir müssen halt nur dem Hack vertrauen, darauf vertrauen, dass die Dinge so rauskommen, wie sie rauskommen sollen. Das Ding ist, dass ich ganz am Anfang, da habe ich das mit dem Berg irgendwie hingekriegt, aber jetzt habe ich da irgendwie meine komischen Probleme. Was war das denn gerade? Das sah extrem sonderbar aus. Ja, das Ding ist, jetzt habe ich natürlich Angst davor, ne? Weil ich sie aus unbekannten Gründen ja die ersten ein, zwei Mal geschafft habe und dann nie wieder. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. So, wir machen hier... Ja, okay, dann bleibe ich da hängen. Bin ich jemals einmal auf die See gekommen? Ich glaube schon, ne? Ein einziges Mal. Und dann müssen wir dann natürlich schauen, dass wir kleine Sprünge machen bei solchen fortweilenden Spinjumps, die ich leider privat sehr, sehr selten praktiziert habe, bin ich mir nicht sicher, ob es reicht, einmal zu drücken. Also das Ding ist, wenn man die Drehsprungtaste reindrückt, mache ich so einen großen hier. Ich werde definitiv einen kleinen machen. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie das Objekt sich bewegt. Also wenn es die Höhe wechselt, ist es, glaube ich, muss man einen Kreis drücken. Aber da ist ja nicht die Höhe, sondern einfach von links nach rechts geht, müsste das eigentlich so gehen, dass ich nur einmal Kreis drücken muss. Das Ding ist, ich kann es leider nicht in Erfahrung bringen, weil Mario leider zu dicke Schuhe anhat. Der bleibt da ständig immer irgendwo hängen, an den menschenfressenden Munchie-Linies. Das ist so das Problem. Ja, wenn es nicht die Frisur sind, die Schuhe. Das ist schon wieder passiert. Oh Mann, ey. Aber wer weiß, vielleicht sind wir ja schon in Checkpoint-Nähe. Von daher, so immer da gerade passiert ist. So, nochmal. Okay, gehst du halt gar nicht auf ihn rauf. So, keine Ahnung, was die Sterne wollen. Ja, ich habe sogar extra schon einen großen Sprung gemacht. Einen großen Schwenker gemacht. Ich bin trotzdem nicht über diesen Munchie gekommen. Ja, genau das wollte ich vermeiden. Das Problem war, dass ich, ja, ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, ob er das reindrücken, ob das noch vom vorherigen Sprung war. Ich brauche mehr Übung. Ich brauche mehr Übung an dieser Stelle. Ja, da war ich zu langsam. Da habe ich es rüber geschafft, aber war leider zu langsam. Okay. So. Zack. Zack. Da war ich wieder zu langsam. Es ist so, es fühlt sich so an, als wäre ich da ein Jahr in der Luft, aber ja, das ist so diese Nahtoderfahrung, gut, einfach mal unter den Knochen durch, warum nicht, ist auch mal was Neues, sage ich mal. Keine Ahnung, wieso ich mir da jetzt so viel Zeit gelassen habe, so, zack. Mann, okay, bin ich in der Mitte gestorben und links wieder rausgekommen. War anscheinend Portal in der Lava, so ein bisschen Portal-Creme. Portal Flocks. Nicht die Kelloggs, die Portal Flocks. Okay, ich glaube, es ist jetzt vom Timing her ein bisschen verspätet hier, oder? Ja, okay, ja, gut. Ja. Nee, es passt. Ich muss nur einmal Kreis drücken. Also Drehsprung. Jetzt muss ich natürlich noch die Geschwindigkeit gebacken kriegen. So. Ja, ich bin da definitiv zu langsam. Ach. Da auch, klar, wieso lasse ich mir da Zeit? Direkt rüber. Das geht immer. So. Ja, okay, ne? Da dann minimal mehr Zeit lassen. So. Zack, zack. Rüber. Schon wieder ist es diese Munchie-Stelle. Da muss mehr Geschwindigkeit stattfinden. Oder wir sollten Mario, wie gesagt, endlich mal darauf hinweisen, dass er doch bitte bei Kaizo Hex keine Hackenschuhe, keine Cowboy-Schuhe tragen soll. Denn das könnte natürlich auch, wie gesagt, die Problematik sein. Aber gut, hier barfuß, ich weiß nicht, ist bestimmt ziemlich heiß, ne?
Man mag sich ja auch nicht die Füße verbrennen, schätzungsweise. Aber wie gesagt, ich finde das angenehmer als das erste Level. Das ist schön. Das ist schön, gefällt mir. Ja, ja, okay. Ja, da muss man natürlich schauen, was dann kommt. Hätte ich da Pause drücken? Ja, ich hätte da Pause drücken sollen. Bin mir jetzt nicht sicher. Es wirkte spontan so, als hätte ich länger auf der Säge bleiben müssen und warten müssen, dass mein Transportmittel kommt, damit ich von denen dann da abspringen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann da vielleicht schon der Mittelpunkt war. Es sind ja immer, wenn man mal überlegt, wie das so war, wenn man das Revue passieren lässt und sich vorstellt, dass, ja, da war ich sogar zu schnell, wenn man sich vorstellt, dass man alles am Stück schafft, dann merkt man ja, dass die Level gar nicht so lang sind. Also ich denke, das war der Checkpoint. Danke, Leck. Der Leck sagt sich auch so, Checkpoint, habe ich was von Checkpoint gehört? Also ob die wirklich immer so in der Mitte platziert sind, sei jetzt mal so dahingestellt. Ich meine, selbst wenn das architekturmäßig tatsächlich in der Mitte ist, bedeutet das ja nicht, dass man für die zweite, habe ich auch wieder zu zeitig losgelegt, bedeutet ja nicht, dass man für die zweite Hälfte genauso lang braucht. Kann ja sein, dass man schneller, langsamer ist. Ja, ja, da war ich dann zu langsam. Bin zu langsam geworden. Anscheinend. Okay. Wieso ich da jetzt wieder warte? Das ist so hier an der einen Stelle warten, an der einen Stelle bloß nicht warten. Diese ganzen Sachen müssen dann natürlich miteinander kombiniert werden, ist ja ganz klar. Du bist gehirnmäßig bist du an der Stelle, aber nein, du bist ja an der und so. Ja, wieder zu langsam. Ich habe auch zu große Drehsprünge gemacht. Also, da ist ja wieder gebuggt. Also offensichtlich waren sie. Okay, ich bin ja nicht da oben gegen geknallt, aber irgendwie wird man ja dadurch auch ein bisschen langsamer. Ne? Also, naja, nee, so würde ich das auch wieder nicht sagen. Ich hätte mit den Pfeiltasten bestimmt schon ein wenig nachjustieren können. Gut, da war ich wieder ein bisschen zu schnell. Na gut. Zack, zack, zack. So, hier rüber. Aber wenigstens, ja, da hat er wieder Kreistaste zu sehr genommen. Ich wollte gerade sagen, wenn der Sprung da wenigstens konstant klappt, der hier, dann ist das schon mal was. Ja, ja, da, ne, das ist so, du musst, wie gesagt, nachjustieren, ansonsten bist du zu schnell oder zu langsam. Du musst dann halt so ein bisschen auf dieser Säge balancieren und dann musst du halt natürlich schauen, was machst du als nächstes. Hab ich wieder hingedient. Ich starte, wir hätten jetzt die Konstante. Okay, 5 Versuche noch, würde ich sagen. Der zählt nicht. So. Ab hier gilt es. Ab hier. Ja, 1. Manchmal fehlt auch so ein bisschen der Sound, ne? Das ist ganz komisch. Aber nee, ich zähle jetzt nicht das. Ich merke gerade, wie ich mich auf 10 fokussiere. Ich versuche die Zahl im Kopf zu behalten. Nein, 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 nein. Wir machen einfach noch ein paar Mal und dann ist gut. Bricht sich ja hier keiner einen ab, wenn ich einen zu viel oder zu wenig mache, oder? So, zack. Ja, schon wieder. Zu schnell. Einfach zu schnell. Aber ich weiß ja auch nicht hundertprozentig, ob das wirklich so ist. Wie ich mir das vorstelle. Ob ich nicht dann vielleicht doch irgendwas anderes machen muss. Ja, das habe ich schon am Anfang bemerkt, dass das schief geht. Das wäre ja mal kompletter Absturz. So, zack, zack, zack. Hier rüber und da rüber. Ja, da habe ich nicht nachjustiert. Das war für den Arsch. Alles für den Arsch. Wie fett der Arsch sein muss. Ey, holy shit. Ja, wenn der Arsch das aushält. Mario ist auch so ein Arschloch, ne? Manchmal springt er auch einfach nicht, obwohl er springen soll oder andersrum. Okay, was auch immer das war. Das muss natürlich mit einem Drehsprüngi-Line getätigt werden. Okay, komm schon, einen richtigen hätte ich noch. Jetzt nehme ich echt alles mit, oder? So, nein!
Gib mir jetzt noch einen richtigen. Alter. Ich bin... Was? Ich glaube, ich bin erschöpft. Bin erschöpft. Meine Finger machen das nicht mehr mit. Oder was auch immer da gerade passiert. So. Jetzt aber hier so rüber. Ja, ja, nee. Ja, nee, okay, ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Na gut, aber wie gesagt, hier ist jetzt, glaube ich, die vierte Folge oder so, die ich am Stück gemacht habe. Immerhin, wir sind weiter und ich sehe das Ganze sehr positiv. Ja, und vielleicht schaffen wir das Level ja in 2 Stunden und nicht in 2,5. Ja, in diesem Sinne, aber ich glaube nicht, dass wir das erste 2,5 gebraucht haben. Ich glaube, ich habe das nicht hundertprozentig durchrechnet, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich glaube, wir schaffen das schneller. Ja, in diesem Sinne, denkt auch immer daran, dass hier noch parallel 2 andere Hacks laufen und natürlich selbstverständlich auch viele, viele andere Spiele auf diesem Kanal hochgeladen werden, die nichts mit Mario zu tun haben. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.